Die Sommerpause im Qigong Club. Juli und August 2023. Was passiert da? Was passiert da nicht? Was hat geöffnet? Was hat geschlossen? Finde es heraus mit mir gemeinsam hier in diesem kleinen Video. Wir machen es kurz und knapp. Es wird heute erstmal so mehr ein Informationsvideo. Ich versuche mich kurz zu halten. Wir werden sehen, ob mir das gelungen ist am Ende dieses Videos. Also die Sommerpause, wie eben schon benannt, geht von Juli bis August und Anfang September geht dann so der Betrieb hier normal wieder los mit neuen Dreharbeiten, neuen Videos. Aber eigentlich die wichtigste Information jetzt direkt am Anfang, das wirst du wahrscheinlich gar nicht bemerken als Zuschauer, Konsument für YouTube, Instagram und dergleichen und als Podcast-Zuhörerin, Zuhörer. Denn ich habe da schon was vorbereitet ein bisschen. Denn ich selber, wenn ich Fan wäre von einer Seite oder einer Institution, ich fände es sehr schade, wenn da so zwei Monate gar nichts kommt. Da verliert man doch ein bisschen die Verbindung. Selbst wenn wir vermehrt Zeit in Sonne und in Natur verbringen und weniger drin im Wohnzimmer vorm Fernseher oder vorm Handy. Ich mache es einfach mal und wir sorgen dafür, dass ich glaube täglich zumindest ein Inhalt entweder auf YouTube, Instagram oder als Podcast veröffentlicht wird. Das heißt, du hast rund um die Woche Programm. Ich zähle mal auf. Ich glaube laut Plan. Vielleicht irre ich mich, aber du wirst sehen, ob das stimmt, was ich jetzt sage. Ich bin schlecht vorbereitet. Wir haben montags den Montagskurs. Der läuft genauso durch auf YouTube, jeden Montag 6 Uhr veröffentlicht, wenn du Bock hast auf ein wöchentliches Übungsprogramm. Dann haben wir dienstags ein Instagram Reel, ein Kurzvideo. Dann haben wir mittwochs ein normales YouTube-langes Video, wie dieses hier, was du gerade siehst. Dann haben wir donnerstags wieder ein Instagram Reel. Dann haben wir freitags wieder ein YouTube-Lang-Video, Samstag, dreimal darfst du raten, Instagram Reel. Und am Sonntag dann der magische Podcast, sowohl als Video als auch als reiner Audio-Podcast. Und somit geht die Woche auch schnell rum und du hast jeden Tag einen kleinen bis mittleren Input und wie gesagt selbst ein Übungsprogramm jeden Montag. Ich hoffe, du bist im Sommer auch ein bisschen dabei und wenn du ein bisschen tricksen willst, nimm dir ruhig den Montagskurs, dass du den zur Not einmal drin machst, vielleicht wenn es zu heiß ist und man ist eh auch mal drinnen im Schatten und mach sonst auch gerne die Übungsprogramme draußen in der Natur. Wenn es nicht zu windig ist, nicht zu stürmisch und der Wind nicht von hinten. Denk an diese Regel. Ansonsten lass deinen Gefühlen freien Lauf und üb fleißig mit mir zusammen Qigong. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns. Naja, wir sehen uns die ganze Zeit, aber im September geht es dann im Qigong-Club wieder weiter. Sprich, wenn du Fragen hast, wenn du jetzt fragst, warum sagst du das überhaupt, wenn es sowieso normal weitergeht. Es ist ein bisschen abgespecktes Programm und vor allen Dingen, ich bin dann im Juli und August nicht so ansprechbar, sagen wir es mal so. Da werde ich nicht so regelmäßig auf YouTube-Kommentare antworten, auch wenn ich selber mal im Urlaub bin und so. Also verzeih mir, wenn ich da nicht die 24/7 Hotline anbieten kann. Mache ich ja sowieso nicht. Aber Steffen wird auch über den großen Teil der Zeit da sein und erreichbar sein und freut sich, wenn du Fragen hast, Anregungen hast, auf deinen Anruf oder auf deine E-Mail bei qigongclub.de. Unten in der Beschreibung findest du lauter Links, mit denen du mit uns in Verbindung treten kannst. Ich freue mich auf die Sommerpause und freue mich, dich danach wiederzusehen. Bis dann. Ciao.